Wir kommen zum Anfang ein Stück weit der Tagebuchgeschichte im Leben Alexander von Humboldts. Wir kommen zur Englandreise und damit zum Vortrag von Dominik Erdmann und Christian Thomas, die ich Ihnen kurz vorstellen darf. Dominik Erdmann hat Literaturwissenschaft und Wissenschaftsgeschichte studiert. Er hat für die Staatsbibliothek zu Berlin in vielfacher Funktion gearbeitet, dort mehrere Nachlässe erschlossen, unter anderem auch den Humboldt-Nachlass in Krakau. Und das liest sich so locker weg und man geht gleich zum nächsten über. Aber wenn Sie Humboldt-Interessierter oder Humboldt-Forscher sind, dann wissen Sie, dass das Grundlagenarbeit ist, die unsere Arbeit täglich enorm erleichtert und verbessert. Der Handschriftenkatalog Calliope ist durch die Erschließung, an der ganz wesentlich Dominik Erdmann für den Humboldt-Nachlass beteiligt war, tatsächlich zu einer Forschungs- und Wissensressource geworden, die enorm wichtig ist und die vorher sozusagen blind war an dieser Stelle, überhaupt keine Tiefe der Erschließung ermöglicht hat und die jetzt der Humboldt-Forschung tatsächlich neue Türen öffnet. Er hat sich damit aber auch wissenschaftlich aus einer Forschungsperspektive sehr intensiv beschäftigt mit dem schriftlichen Nachlass Humboldts und schließt derzeit seine Dissertation zu Humboldts Schreibtechniken ab. Christian Thomas hat neuere deutsche Literatur und Philosophie an der Humboldt-Universität studiert. Er beschäftigt sich seit 2010 mit Alexander von Humboldt, schreibt seine Promotion zu den Nachschriften der berühmten Kosmos-Vorlesung und hat in dem Zusammenhang in einem HU-Forschungs- und Editionsprojekt mit dem Namen Hidden Cosmos zusammen mit Kollegen der HU und unter Leitung von Professor Kassung eine unglaubliche Erschließungsarbeit geschafft, nämlich über die Nachschriften der Kosmos-Vorlesung nicht nur überhaupt zu erforschen in einer Breite, wie sie bisher völlig unbekannt war, sondern diese Nachschriften vollständig zu edieren und in einem digitalen Korpus im Rahmen des Deutschen Textarchivs herauszubringen und der Forschung zur Verfügung zu stellen. 2019 wird eines der Ergebnisse dieser Forschung in Form eines Buches im Surkamp Verlag erscheinen. Seit 2010 arbeitet er hier an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ist derzeit bei uns im Vorhaben angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter zur einen Hälfte und zur anderen in dem digitalen Infrastrukturprojekt Clarin D. Dazu gehören unter anderem die Korpus- und Lexikografieprojekte des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache und des deutschen Textarchivs. Ich freue mich jetzt sehr auf den Vortrag zur Neuedition von Humboldts Journal der Englandreise. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und sich interessieren für die neuen Ergebnisse unserer digitalen Edition, die wir Ihnen heute vorstellen, die Sie sich, wie auch gesagt, dort auch live anschauen können. Und einen Teil dieser Edition, der Edition Humboldt Digital, möchten wir heute in einem zweigeteilten Vortrag vorstellen. Zu den Aspekten der Edition Humboldt Digital, ihren Besonderheiten als Hybrid-Edition mit Schwerpunkt auf Digital First, ohne Moving Wall und andere Wortungetüme, von denen in diesem Zusammenhang zu oft die Rede ist, hat der Tobias Kraft einführend schon einiges gesagt. Ich konzentriere mich auf den vorvorletzten Punkt der vernetzten Edition und möchte Ihnen den Hintergrund unserer Arbeit, nämlich den technischen Hintergrund unserer Editionsarbeit, näher bringen und damit auch zugleich begründen und verteidigen und gern mit Ihnen diskutieren, weshalb wir diese Edition, die heute freigeschaltet wurde, als Neuedition bezeichnen. Die vernetzte Edition Humboldt Digital ist eben heute um ein Dokument reicher geworden, neben den amerikanischen Reisetagebüchern, von denen wir den ersten Band eben vorgestellt bekommen haben und dem Ehrenberg-Briefwechsel, der im nächsten Vortrag vorgestellt wird, ist eben auch das englische Reisetagebuch Alexander von Humboldts dabei, gemeinsam mit einer Einführung von Dominik Erdmann, dem externen Mitherausgeber des England-Tagebuchs, ab heute online zu sehen. Die vernetzte Edition, das Konzept dahinter, ist eben hier visualisiert, können Sie sich dort auf dem Poster noch genauer anschauen. Und ich konzentriere mich in meinem Vortrag auf diesen unteren Teil heute und auf den Begriff oder das Tätigkeitsfeld der Datenkuration und möchte Ihnen das eben nahebringen als einen wichtigen Aspekt auch unserer Arbeit, die Kuration von bestehenden Daten und Integration in unsere Edition, damit sie ein homogener Teil derselben werden kann. Dazu ist es notwendig, dass man die Vorlage, die man finden kann im Netz, wenn man so glücklich ist, wie wir es waren,
ist das eine gute Grundlage für eine neue Edition. In unserem Fall ist es ein 2008 in der internationalen Zeitschrift Humboldt im Netz erschienene Transkription des englischen Reisetagebuchs, die erstmals den vollständigen Text zeigte, während die Vorläuferedition dieser Edition wiederum, nämlich das in der wissenschaftlichen Biografie von Bruns herausgegeben 1872, nur einen ganz kleinen Auszug dieses Tagebuchs zeigte. Kölbel und seine Kollegen haben 2008 ihre Textfassung auch damit eben begründet, dass dieser Auszug eben sehr lückenhaft war. Das stimmt auch, und dass er mit Fehlern behaftet war. Das konnte ich so gar nicht bestätigen in Gänze. Natürlich gibt es in jeder Transkription Fehler, auch in unserer wird es die geben. Und ich lade Sie wirklich ein, uns diese mitzuteilen, wenn Sie sie in der Edition entdecken, damit wir sie beheben können und eben gemeinsam an der Verbesserung der von uns ja auch gemeinsam genutzten Ressourcen arbeiten können. Sie sagen also, diese Neubearbeitung macht es erforderlich, und das erschien dann in der HIN. Die HIN kennen Sie sicherlich alle. Das Problem mit dieser Edition ist, dass man beim Lesen, wie gesagt, eben auch feststellt, es sind Transkriptionsfehler geschehen. Das ist den Herausgebern nur zu einem kleinen Teil vorzuwerfen, denn sie hatten nicht den Luxus, den wir haben, mit neuen hochauflösenden Digitalisaten, die extra aus Krakau uns geschickt wurden und dort eben angefertigt wurden. Das englische Reisetagebuch liegt in Krakau als Besitz der ehemaliger Besitz der Staatsbibliothek und wird auch dort verbleiben. Wir konnten jetzt also zum ersten Mal mit einer soliden Grundlage unsere Transkription prüfen anhand der Handschrift. Kölbel und seinen Kollegen lag auch nicht das komplette Tagebuch vor, in dem Sinne, dass die vielen, vielen leeren Seiten, zu denen Dominik Erdmann noch sehr viel sagen wird, fehlten. Und das hat Einfluss auf die Editionsgestalt und auch auf die Interpretation dieses Reisetagebuchs. Für meinen Vortrag ist jetzt wichtig die Erscheinungsform, das Datenformat, in dem diese Edition erschienen ist. HTML ist das Format, mit dem Sie die HIN online in Ihrem Browser anschauen können. PDF ist das, was Sie sich dann herunterladen können und ausdrucken können. Das ist also eine Edition, die folgt dem Printparadigma. Obwohl es ein Online-Journal ist, sind die Kennzeichen dieses Formats ganz deutlich am Druck orientiert, und das gibt aus meiner Sicht eben einige Probleme, die ich Ihnen vorstellen möchte. Unser Ziel war es also, dieses zu konvertieren in das Datenformat der Edition Humboldt Digital, dabei die Edition aufzuwerten und dann zu integrieren in unser Korpus. Und dieser Tätigkeitsbereich nennt sich eben Datenkuration oder Digital Curation. Und wenn Sie sich fragen, was das ist, also beim Begriff Kuration, obwohl das nicht die Definition von Digital Curation ist, die es durchaus gibt, kann man erstmal auch dem Alltagsverständnis vertrauen und sich darunter so etwas vorstellen wie ein Kuratieren im Sinne von Auswählen eines besonderen Stücks, was das dann eben in der Ausstellung besonders prominent präsentiert wird. Und im englischen Begriff Curation schwingt auch Cure mit. Es geht also auch darum, kleine Gebrechen und Krankheiten etwas zu lindern oder zu heilen. Auch das ist Datenkuration in unserem Sinne. Wir haben uns für diesen Weg, der eben von der HTML-Fassung des Journals zur XML-Ausgabe der Edition Humboldt Digital führte, der Infrastruktur des Deutschen Textarchivs bedient, die für diese Aufgaben der Datenkuration ausgelegt ist, schon sehr viele sehr brauchbare Hilfsmittel dafür bereitstellt. Was es uns zum Beispiel möglich machte, das englische Reisetagebuch zunächst in der Qualitätssicherungsumgebung des Deutschen Textarchivs erscheinen zu lassen, um dann gemeinsam online dieses Korrektur zu lesen mit den eben, wie gesagt, schönen neuen Farbscans, nochmal genau zu schauen, ob die Transkription stimmt. Auch die gestrichenen Passagen, die in der HIN-Edition nicht transkribiert wurden, wie das üblich ist bei solchen Editionen, auch diese haben wir versucht zu transkribieren, und bis auf eine Stelle ist uns das auch gelungen. Dann eben gemeinsam Fehler zu melden und diese auch gemeinsam zu beheben, sodass wir eine Datengrundlage haben oder eine Transkription und Annotationsgrundlage haben, von der wir wussten, dass sie schon so weit fehlerfrei ist, dass sie in die Edition Humboldt Digital einfließen kann. Und dort wurde sie noch weiter bearbeitet. Und das schauen wir uns jetzt mal am Beispiel einer Seite an.
Hier sehen Sie übrigens das gesamte englische Reisetagebuch. So viele, so wenige Seiten, je nachdem, wie Sie es sehen, sind das. Und die Transkription aus unserer Sicht, zumindest im Backend sozusagen, sieht eben so aus. Alles, was Sie hier in bunt sehen, ist nicht Transkription, sondern Annotation. Das heißt, das sind Informationen, die wir also dem transkribierten Text mit hinzufügen. Sie sehen hier anhand dieser Gliederung, dass das ein strukturierter Volltext ist, anders als eben die PDF-Ausgabe in der HIN, wo Sie eine unterstrichene Passage von der anderen nicht unterscheiden können, obwohl eine der beiden eine Überschrift ist und die andere eben ein unterstrichener Volltext und Fließtext. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, der sich nicht ausdrücken lässt, wenn man keinen strukturierten Volltext zugrunde legt. Sie sehen außerdem hier eine automatisch generierte Liste von Pflanzennamen, die in diesem Dokument als solche annotiert sind. Und das ist eben die Zusatzinformation, die in dem XML-Dokument abgelegt werden kann. Sie sehen hier das Beispiel der Überschrift Matlock, die eben hier die ganze Zeile einnimmt, denn daran getragen ist noch das Datum dieses Eintrags. Es ist explizit herangetragen, dass es eine Überschrift ist, und zwar eine Überschrift eines Tagebucheintrags. Und diese Informationen sind nicht explizit im Dokument, sie müssen explizit in der Annotation gemacht werden. Diese drei Begriffe hier unten, diese Zeichenkette ist ein Pflanzenname. Auch da sehen Sie eben, das hier umrandete ist dieser Pflanzenname plus Annotation. Nämlich dazu kommt ein Sachkommentar, dazu kommt eine Ergänzung der Abkürzungen und so weiter. Das alles wird eben auf der XML-Grundlage sehr tief annotiert, wie Sie es an diesen Beispielen sehen. Was Sie sich dann im Netz anschauen können, ist wieder eine gefällige und am Drucklayout auch orientierte Lesefassung dieses Textes. Zumindest diese Seite zeigt die Lesefassung. Sie können sich auch die kritische Fassung ansehen. Sie können sich auch das XML-Dokument als solches herunterladen und eben schauen, ob alles stimmt, was ich eben gesagt habe. Und Sie finden dazu die Sachkommentare, die wir neu angelegt haben oder von Köbel et al. Übernommen haben. Übrigens zum ersten Mal auch differenziert, ob das ein Kommentar von uns ist oder einer, den wir aus der Vorlage übernommen haben. Sie finden die Personennamen verknüpft mit unserem Personenregister. Sie finden die bibliografischen Angaben in unserer Literaturdatenbank und alles miteinander und mit den übrigen Dokumenten in der Edition Humboldt Digital vernetzt. Das heißt, jedes Vorkommen von Herrn Färber in der Edition ist eben verlinkt über den Registereintrag, der eine bestimmte Identifikationsnummer hat. Die Vorzüge der Neuedition, die eben natürlich auch entsprechend viel Arbeit macht, sind eine klarere Gliederung und Struktur des Dokuments an sich, dass wir die Tagebucheinträge als solche kennzeichnen und datieren können, dass wir bestimmte Entitäten auszeichnen können, darauf habe ich schon hingewiesen, beispielsweise das Pflanzenregister oder die 60 Vorkommen von Pflanzennamen in diesem Dokument können jetzt genutzt werden, um Humboldts eigene Liste, die nur 15 Vorkommen verzeichnet, zu ergänzen, zu erweitern und zukünftig auch mit einem Normdatenindex zu versehen, sodass wir eben diese Pflanzennamen auch ganz eindeutig identifizieren können und wiederum mit anderen Beständen, beispielsweise des Naturkundemuseums, verlinken können. Der Stellenkommentar mit Urhebern macht eben deutlich, wo welche Arbeit von uns hinzugekommen ist und wo wir auf der Arbeit von anderen aufbauen. Das hat einerseits mit Redlichkeit zu tun und andererseits auch mit einem, also das Attribut dafür heißt interessanterweise auch RESP, wie Responsibility. Und das hat ja zwei Seiten. Es ist eine Würdigung, aber es ist natürlich auch eine Verantwortung, die derjenige trägt, der dort mit dran steht, beziehungsweise die wir eben den Leuten belassen, die diesen Kommentar früher angelegt haben. Und die Edition an sich ist sehr viel ausdrucksstärker in ihrer Repräsentation des Manuskripts. Das ist die letzte Folie, die ich Ihnen für eine Minute noch erklären möchte, warum sie mir so wichtig ist. Denn das ist das, was die Neuedition zu einer digitalen Edition macht, im Unterschied zu einer printorientierten Edition. Alle Konventionen im Printparadigma sind Zugeständnisse an das Medium, in dem diese Edition erscheint. Es ist, ob Sie eine Abkürzung auflösen, eine Stelle korrigieren, normalisieren, supplieren oder Ihre editorischen Binnenkommentare anbringen, immer nutzen Sie eckige Klammern dafür. Es ist unterschiedslos,
in der Transkription, welche Operation gerade ausgeführt wurde. Der Vorteil in der XML-Variante, die wir Ihnen anbieten können, ist nicht nur, dass wir das viel klarer differenzieren können, sondern dass wir auch sowohl die Vorlageform als auch die normalisierte oder korrigierte oder annotierte Form aufheben können. Wir haben also eine viel tiefere Dimension der Edition. Binnenkommentare entfallen ohnehin, da sie als Sachkommentare ausgelagert werden oder tatsächlich als Notiz, wenn sie im Primärtext waren, auch an die richtige Stelle gerückt werden können. Und damit ist das in editorischer Hinsicht ein so wesentlicher Fortschritt, dass wir uns trauen, das Ihnen heute als Neuedition zu präsentieren. Inhaltlich danken wir unserem externen Herausgeber Dominik Erdmann, der Ihnen jetzt das englische Reisetagebuch eigentlich vorstellen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie jetzt bereits wissen, unternahm Alexander von Humboldt im Frühjahr und Sommer 1790 als Begleiter des damals ungleich bekannteren Georg Forst eine Reise nach England. Was Sie noch nicht wissen, ist, dass er am 20. Juni, der damals 20-jährige Humboldt, einen Brief aus Oxford an seinen Jugendfreund Wilhelm Gabriel Wegner schrieb. Und in diesem, dieser Brief ist aufschlussreich für das englische Reisejournal, denn er berichtet in diesem Zitat: Neues über England, mein Bester, erwartest du nicht von mir. Über ein so bereistes Land ist es schwer, etwas Neues zu sagen. Aber individuelle Eindrücke, die teilte ich dir gerne mit, wenn ich Zeit und Ruhe hätte, etwas Vernünftiges zu schreiben. Zitat Ende. Ruhe, etwas Vernünftiges zu schreiben, hat Humboldt in der Tat wohl kaum gehabt. Während nur knapp 2,5 Monaten waren Forster und er von Mainz über Belgien und Holland nach London durch einen Teil Südwestenglands gereist und hatten dazu auf dem Rückweg in Paris Station gemacht. Zeit, etwas zu schreiben, hatte er aber offensichtlich doch, denn während der Reise legte er sein Reisejournal mit dem Titel Reise 1790 England an. Dieses Reisejournal ist bedeutsam, da es sich um das älteste erhalten gebliebene Reisetagebuch handelt. Bemerkenswert an ihm ist aber auch der Umstand, dass es inhaltlich ausgesprochen wenig aussagekräftig ist. Etwas überspitzt formuliert und ein bisschen polemisch könnte man auch sagen, dass es eigentlich sogar so gut wie nichts enthält. Dieser Umstand ist daher erstaunlich, weil Humboldt die Reise in das damals fortschrittlichste Land Europas führte und er auf der Rückreise in unmittelbaren Kontakt mit der Französischen Revolution kam. Von all diesen Ereignissen, die bei Humboldt gewiss individuelle Eindrücke hinterlassen haben, findet sich in dem englischen Reisejournal aber rein gar nichts. In meinen folgenden Ausführungen wird es mir genau aus dem Grund auch weniger um den Inhalt des Journals gehen. Im Vordergrund steht vielmehr die äußere Form des Manuskripts. Denn an dem frühen Journal der Englandreise lässt sich zeigen, dass Humboldt sich zu dessen Herstellung konventioneller Schreibtechniken bedient, wie sie damals durch theoretische Reiseratgeber, den sogenannten Apodemiken, vermittelt wurden. Aus dieser Beobachtung leitet sich dann auch die zentrale These meiner Ausführungen ab, denn der Zweck von Humboldts englischem Reisejournal war weniger die Aufzeichnung von Inhalten als der Akt der Aufzeichnung selber. Kurz, das englische Journal ist weniger als Dokument einer Reise zu betrachten, sondern mehr als eine Fingerübung im Anfertigen von Reiseaufzeichnungen. Und diese Thesen möchte ich Ihnen im Folgenden anhand von 4 Punkten erläutern. Erstens mache ich einige Angaben zur äußeren Form des Journals. Zweitens gehe ich ganz kurz auf den Inhalt ein, viel beinhaltet es ja nicht. Drittens die Frage erörtern, inwiefern sich an dem Journal Einflüsse der Apodemik abzeichnen. Und viertens Überlegungen darüber anstellen, welchen Einfluss die Schreibtechniken auf seine später verfassten Reisetagebücher haben. Und gleich zum ersten Punkt, dem Inhalt des Reisejournals. Das Journal ist ein weitgehend vollständig erhaltenes Heft im Quartformat, bei dem lediglich der Rückumschlag fehlt. Es besteht aus 2 Lagen mit insgesamt 59 Seiten eines festen grauen Papiers, dessen Herkunft nicht ganz genau zu bestimmen ist. Das wäre jetzt wichtig, das zu wissen, einfach weil wir im Prinzip gerne herausfinden würden, hat er es erst während der Reise gekauft oder hat er es schon mit auf die Reise genommen. Ja, das würde eine ganz andere Intention bedeuten. Von den 59 Blatt des Heftes sind lediglich 21 Seiten beschrieben. Der Rest ist leer. Auf 17 der 21 Seiten notiert Humboldt eigene Beobachtungen und Literaturauszüge. Alle Blätter des Heftes sind der Länge nach mittig in 2 Hälften geteilt und nur auf der linken Seite beschrieben, das heißt, sie sind halbbrüchig beschrieben. Der rechte Rand ist Anmerkungen und Ergänzungen vorbehalten. Solche finden sich aber nur auf 4 der insgesamt 21 beschriebenen Seiten. 2 weitere Randbemerkungen, die mit Bleistift geschrieben sind, sind heute verblasst und nicht mehr lesbar. Daher lässt sich allerdings auch nicht sagen, ob sie von Humboldts Hand sind.
Während das Schriftbild überaus klar und geordnet ist, es finden sich nur zwei größere Streichungen im Text, überrascht die Einteilung des Journals. Auf die ersten 16 beschrifteten Seiten folgt eine Lücke von 21 Leerseiten. Danach beschreibt Humboldt erneut eine halbe Seite, woraufhin wiederum 15 Seiten leer bleiben. Am Ende des Heftes befindet sich ein 3 Seiten umfassendes Register, ein alphabetisches Register. Mehr als die Hälfte der Eintragungen oder der Listenpunkte des Registers bleibt aber ohne Eintragung. Auf der letzten Seite notiert Humboldt zudem einen botanischen Index der im Journal genannten Pflanzen, aber auch er ist, wie Christian Thomas darauf hingewiesen hat, unvollständig. Zum Inhalt des Journals. Da Humboldt nicht mal die Hälfte des ihm zur Verfügung stehenden Raumes seines Journals beschriftet, ist es kaum überraschend, dass sein Journal ausgesprochen übersichtlich ist. Humboldt vermerkt vorrangig technische und ökonomische Aspekte, die sich ausschließlich auf den kurzen Abschnitt der Reise durch Südwestengland beziehen. Er notiert Unterschiede in der Kalk- und Ziegelbrennerei zwischen England und Deutschland. Er beobachtet einige geografisch-mineralogische Details, die sich vorrangig auf den Basalt beziehen. Ganz am Rand finden sich historische Bemerkungen etwa zu den rauen Sitten der Bewohner von Derbyshire im frühen Mittelalter. Sie, wie weitere Eintragungen, sind Exzerpte, die Humboldt der aktuellsten Literatur über England entnahm. Am meisten Raum nehmen jedoch die Aufzeichnungen zur Schafzucht und Wollproduktion ein. Humboldt kommt in diesem Zusammenhang mehrmals auf das Vorkommen und den Handel mit Färberpflanzen zu sprechen. Das Augenmerk dieser Eintragung ist durchweg und unverkennbar kameralistisch geprägt. So diskutiert Humboldt in diesen Abschnitten beispielsweise die Frage, wie sich teuer importierte Rohstoffe durch billigere einheimische ersetzen ließen. Inhaltlich sind die Einträge im englischen Reisejournal demnach unverkennbar vom Ausbildungsstand und Ausbildungsziel des 20-jährigen Humboldt zum nützlichen Staatsdiener geprägt. Wie machen sich nun diese Einflüsse der zeitgenössischen theoretischen Reiseliteratur im Journal kenntlich? Individuelle Eindrücke, die Humboldt auf der Reise gehabt haben will, sucht man in dem Journal vergebens. Aus seinem Inhalt lassen sich schlicht keine weitreichenden Rückschlüsse auf deren Bedeutung für seine Biografie noch auf seine Entwicklung zum Forschungsreisenden und Reiseschriftsteller ziehen. Anders sieht das allerdings aus, wenn man das Journal aus Sicht der Aufzeichnungs- und Schreibtechniken betrachtet. Hier wird schnell deutlich, dass Humboldt sich an konventionellen Methoden der Reiseaufzeichnung orientiert, wie sie in den damaligen sogenannten Apodemiken hinterlegt sind. Bei den Apodemiken handelt es sich um eine noch im ausgehenden 18. Jahrhundert verbreitet wahrgenommene Form der theoretischen Reiseliteratur. Apodemiken treten mit dem Anspruch auf, das Reisen umfassend zu methodisieren. In den Ratgebern wird jeder Aspekt des Reisens von den Vorbereitungen bis hin zum Verhalten im Ausland und auch zur Ernährung auf der Reise besprochen. Die meisten Apodemiken beinhalten darüber hinaus Abschnitte, in denen die Frage behandelt wird, wie das Reisen zu Papier zu bringen ist. Neben inhaltlichen und stilistischen Fragen werden hier auch Angaben zur Wahl der geeigneten Reiseschreibinstrumente und zur äußeren Einrichtung des Journals gemacht. Als Schreibinstrumente werden immer Feder und Tinte empfohlen. Vor der Verwendung von Bleistiften wird hingegen ausdrücklich gewarnt, da die mit ihnen geschriebenen Schriftzüge allzu leicht verwischen. Und das haben wir deutlich gesehen bei Humboldt. Daneben wird die Seiteneinteilung des Journals behandelt, das immer einen Rand aufweisen soll. Auf diesen lassen sich auch nachträglich weitere Beobachtungen und ergänzende Anmerkungen festhalten. Und davon macht Humboldt, wenn auch in einem eingeschränkten Maß, natürlich auch Gebrauch. Ferner wird in einschlägigen Apodemiken immer wieder empfohlen, am Ende des Journals ein alphabetisches Register zur Erschließung des Inhalts anzulegen. Karl Theodor von Dalberg schreibt hierüber beispielsweise: Es gibt auch eine andere sehr nützliche und bequeme Art, seine Beobachtungen in Ordnung zu bringen. Und diese besteht darin, wenn man sie nach einer alphabetischen Ordnung einrichtet. Und etwas später fährt er fort: Ich merke freilich wohl, dass dies etwas pedantisch scheinen wird, aber es ist nichtsdestoweniger nützlich. Spätestens mit dem Blick auf das Register am Ende des englischen Reisejournals liegt es auf der Hand, dass Humboldt sich bei dessen Herstellung an Empfehlungen aus der zeitgenössischen Apodemik orientierte. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Die Dokumentation persönlicher Reiseeindrücke war offensichtlich nicht der vorrangige Zweck des englischen Reisejournals. Humboldts Augenmerk war weniger auf die Aufzeichnung von Inhalten gerichtet, als auf das Erlernen der herkömmlichen Techniken der Reiseaufzeichnung selbst. Und den deutlichsten Beleg hierfür, den sehen Sie in diesem zuletzt erwähnten Register. Denn wie Dalberg es schreibt, hat es in der Tat etwas Pedantisches
und es wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, um den übersichtlichen Inhalt des Reisejournals zu erschließen. Folgerichtig bleiben dann auch 13 der 24 notierten Buchstaben völlig ohne Eintragung. Das Register ist zugleich aber auch der deutlichste Beleg für die Fruchtbarkeit von Humboldts Studium althergebrachter Techniken der Reiseaufzeichnung. Denn noch in seinen ungleich inhaltsreicheren amerikanischen Reisejournalen finden sich Register, wie er sie im englischen Journal erprobt hat. Doch auch hier bleiben die Listenpunkte des Registers eigenartigerweise teilweise unterbelegt. Dieser Mangel ist indes nicht mehr der Inhaltsleere der Aufzeichnungen geschuldet, im Gegenteil. Die amerikanischen Reisejournale zeigen, wie die Leistungsfähigkeit der herkömmlichen Formen der Apodemik am Ende des 18. Jahrhunderts an ihre Grenzen gekommen sind. In Anbetracht der ungeheuren Zunahme des verfügbaren Wissens und der veränderten Perspektive auf die Welt, auch Humboldts veränderten Perspektive auf die ihn umgebende Welt, musste Humboldt und die anderen Forscher mussten sie sich andere Formen der Textverarbeitung aneignen. Und wie ihm das gelang, das können Sie sehen, wenn Sie einen Blick in die amerikanischen Reisetagebücher werfen. Darüber kann ich Ihnen jetzt nichts mehr sagen. Ich kann Ihnen nur noch empfehlen, in diesem englischen Reisetagebuch digital zu blättern. Es ist durchaus amüsant, was Sie da teilweise lesen können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus